Ja, die Polizeiauktion hat sich gelohnt. In der Tat, Martin. Betrachte nur den seidenen Schimmer des glänzend schwarzen Fells. Durch diesen Hund kriegt dein Mann richtige Machtgefühle. Ja, Schatz. Lasst uns das Baby rannehmen und hören, was es kann. Ohren zu, Kinder. Das ist ein Hund, was? Die Jungs von der Abteilung K9 wissen wirklich, wie man diese Püppchen in Form bringt. Oh, Martin, ist es nicht süß, wie er sein Revier markiert? Fass das nicht an, Kinder! No, Mama! Was zum Teufel war das? War das unser Hund? Nein, es sei denn, du hättest ihm Anabolika gegeben. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Los, Kate, wie konnten Sie nur? Der ist ja noch viel größer als Ihr letzter Hund. Das ist ja nicht zu fassen. Der ist gewaltig. Wow! Vielleicht kommen wir ins Geschäft? Das ist kein Hundi! Das ist kein Hundi! Das ist ein Pony! Das ist kein Pony, du Spatzenhirn! Das ist ein Hund! Ich wette, dass dieser Köter den Briefträger noch schneller fertig macht als Ihr Voriger. Boah, das war so cool! Blut und Knochen und Gedärme lagen tagelang auf der Straße. Billy? Blut, Knochen und Gedärme! Blut, Knochen und Gedärme! Blut, Knochen! Er ist gewaltig! Ich kann es nicht glauben! Stell dir seinen Appetit vor! Der frisst dich glatt um Haus und Hof! Gott, Sie haben uns gesehen! Ja, hallo, schön hallo, gesehen! Hallo. Also, dann winkt alle recht schön! Winken! Schau, wie sie zurückwinken, die Idioten. Ja, Idioten, stimmt. Deren Vieh gehört in den Zoo. Mann, stell dir vor, was für Knochen der Hund frisst. Hey, Hundi! Ich kenne Trish Mahoney. Alles, was sie hat, muss größer und besser sein als das, was ich habe. Das stimmt nicht. Du hast eine Größe. Wird ihr Hundi unser Hundi fressen? Quatsch, Blödsinn. Aber ich wette, dass er ihm alle Knochen wegfrisst. Einem Stück runter. So ruhig. Er hat dich gern. Er sagt nur Hallo. Feigling. Hallo, William. Hallo, Billy. Bonjour. Was für eine Art Hund ist das? Ein Polizeihund. Wir haben ihn von einer Auktion. Le Grand Chien, Le Grand Chien, Le Grand Chien, Le Grand Chien. Kann ich ihn mal streicheln? Klar. Nur zu, Junge. Klasse. Was ist denn mit deinem Hund? Oh, er ist schüchtern. Hey, Mister! Mann, du bist groß! Das ist süß. Ist das nicht süß, Martin, wie schüchtern der andere Hund ist? Oh, komm schon, Hund. Begrüß deinen neuen Freund. Vorwärts, Großer. Geh auf den Schüchternen zu. Du bist ein Mahoney. Ja, zeig ihm, dass du ein Mahoney bist. Komm rüber. Komm schon, du Flasche. Nur keine Angst. Hier, Junge. Na, komm schon her, auf den Arm. Daddy, kann unser Hundi den neuen Hundi küssen? Oh, das wäre doch süß. Ein Hund küsst den anderen. Ja, wirklich entzückend. Lassen wir es lieber sein. Nun, warum nicht? Gönnen wir den Kindern doch den Spaß. Ja! Yeah! Küss den Hundi! Komm schon, bring dein Dackelarsch wieder hier zurück, du Hartfuß! Komm her! Komm her, komm her! Hey! Thank you.
warum kommt ihr morgen nicht zum Abendessen? Zu Ehren von K10. Ihr habt ihn K10 genannt? Ist das nicht süß? Der kluge Martin fand, er sei kein gewöhnlicher K9. Daher meint ihr, wir sollten ihn K10 nennen. Ich hab nun mal so tolle Einfälle. Oh, hey, ich denke, wir haben diese eine Sache morgen Abend zu erledigen, nicht wahr? Oh, ja, die Sache, ja. Dann kommt ihr also. Um 7 Uhr? Gut. 7 Uhr morgen Abend. Auf den Schlag. Bis dann. Und bringt Appetit mit. Ist gut. Appetit? Wofür? Für den widerlichen Hackbraten, den sie immer macht. Ich wollte es vermeiden, aber du hast den Ball ja nicht angenommen. Was ist denn das für eine Entschuldigung? Wir haben diese Sache eine, da. Die schlagfertige Ehemänner aufgreifen. Mom, wirst du dich jetzt wieder mit Dad streiten? Halt die Klappe, Billy. Guten Abend und willkommen bei Lebensstil der Prahler und der Unbedeutenden. Heute bringt der kantige Draufgänger Martin Mahoney viel Zeit mit und etwas Mitleid für seinen glücklosen Nachbarn Skip Binford. Wollen wir vor dem Abendessen nicht noch Fernsehen? Gefällt dir das Gerät, Skip? Es hat mich nicht viel gekostet, nur alles Geld der Welt! Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen die perfekteste Hausfrau der Welt, Mrs. Trish Mahoney. Sie sieht perfekt aus und macht einen perfekten Hackbraten, ein Leckerbissen für Ihren perfekten Ehemann, Ihre perfekten Kinder, Ihren perfekten Hund und ihre perfekt heruntergekommene Nachbarin mit ihren abstoßenden Kindern, ihrem kartoffelschnüffelnden Ehemann und ihrem grotesken, rattengleichen Hund. Zieh den Kopf ein vor Scham, Beverly Binford, denn worüber die Welt lacht, das bist du! Amerikas Lieblingsfamilie, die Mahoneys, mit Mr. Mahoney, Mrs. Mahoney, den Zwillingen und neu dabei K10, der Hund. Und hier sind die Mahoneys. Ich liebe euch Jungs einfach. Dein Hackbraten ist vorzüglich, Trish. Oh ja, er zergeht einem auf der Zunge. Das war gar nichts. Ich habe ihn in einer Minute hergezaubert. Oh, ihr albernen Jungs. Hier, genießt es. Schatz, es ist dir wieder gelungen. Ein weiterer perfekter Abend mit den Mahoneys. Ich hasse Mahoneys neuen Hund. Mehr als du die Mahoneys hast? Weniger. Autsch! Autsch! Hey, Mann, zieh doch nicht so an meinen Haaren! Hör auf! Nachher habe ich noch so eine Glatze wie eine beklappte Kutsche. Ich behaupte immer noch, dass wir haben diese Sache morgen. Kein Hinweis ist. Schatz!
Nun, wir beißen die Zähne zusammen und schlucken den sauren Apfel. Wir sollten uns lieber eine Magenpumpe anschaffen. Hallo und willkommen bei Amerikas lustigster Haustiershow. Hier ist ein Video von Mr. Fred Sneedshund, dem Chihuahua Lambada. Dieser kleine Wirbelwind hat gelernt, alle Einkäufe zu machen, einen Geldautomaten zu benutzen und die Kinder in die Schule zu fahren. Blöder Hund. Wir überreichen Mr. Sneed unseren großen Preis von 100.000 Dollar. Skip, hilf Buffy bitte, ihre Schuhe zu suchen. Soll ich mich vielleicht um alles kümmern? Dieses Haus ist ein Müllhaufen. Billy hebt ein Spielzeug auf, bevor wir uns das Genick brechen. Wozu denn noch? Ich dachte, wir gehen rüber zu den Mahoni. Billy, Skip, ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ja, Schatz. Ich bin noch nicht angezogen und wir müssen gleich los. Schatz, glaubst du, dass der Hund sich mit diesem Monstrum der Mahonis versteht? Oh, natürlich, Skip. Er versteht sich ja auch mit jedem anderen Hund. Oh, ja. Der Vaterschaft. Suchst du vielleicht etwas? Ha? Nun? Na komm schon, erzähl's mir! Komm zurück, Hund! Hey, was ist los? Du hast doch nicht etwa so ein weißes, leckeres Ding verloren, oder? Armer Hund! Na komm, sag schon, komm, erzähl's mir! Nein, ehrlich, sag's mir! Ich meine, du denkst doch nicht, ich hätte deinen Knochen! Meinst du ehrlich, ich hätte deinen Knochen gestohlen? Ist es etwa das, wonach du suchst? Nimm ihn! Hol den Knochen! Komm schon! Er gehört dir! Nicht! Billy, hör auf, den Hund zu ärgern! Er will einen Knochen! Ich will auch viele Dinge haben, aber ich bekomme sie nicht. Du lernst eine Lektion, was? Die Lektion des Lebens, was, Hundchen? Ja, du kannst nicht alles haben, was du willst. Du kannst nur manchmal versuchen zu bekommen, was du brauchst. Sag bloß nicht, dass ich dir nie was gegeben hätte. Kommt, Leute, gehen wir. Je eher wir da sind, desto eher können wir wieder weg. Und dann gehen wir zum Imbiss und essen was Richtiges. Ja, komm her, Hundi. Hey, hey. Ich möchte, dass ihr euch benehmt, die Ellbogen vom Tisch nehmt und nicht mit vollem Mund spricht. Ja, Schatz. Komm her, Junge. Verdauungsstörungen sind Familiensache. Wir warten. Komm schon, Hundi! Mach schon, beweg dich!
kluger Hund. Er will Sodbrennen vermeiden. Oh, hallo! Kommt nur herein! Hallo, Martin! Habt ihr auch Appetit mitgebracht? Ja! Ich kann's kaum erwarten. Hast deine Klingel befestigt, was? Da hat's noch einer geschafft! Oh, wie klasse! Er ist doch hierher gekommen! Oh ja! Blöder Hund! Die Suppe ist da! Oh, dieser Geruch. Hackbraten, oder? Irgendwas mit Fleisch drin. Setz dich, Skip! Ja, selbstverständlich, aber das hält mich leider nicht vom Essen ab. Asseyez-vous, Madame! Asseyez-vous, Madame! Oh, die französische Schule macht sich wirklich bezahlt, Trish. Ja, nicht wahr? Sie ist furchtbar teuer. Noch süßer, aber so ist es. Noch einen Monat warten müssen, bevor er seine neue Motorjacht bekommt. Oh, das ist ja mal schade. Was ist das? Ja. Es bewegt sich noch. Man bekommt nicht immer alles, was man will. Wem sagst du das? Buffy! Grüne Erde! Was ist mit dir, Hund? Oh, Heda! Dein Hund ist ein kleiner Unruhestifter, was, Kip? Blöder Hund! Er ist sicher aufgeregt wegen der vielen Menschen. Martin, bring sie in die Waschküche, da ist es nett und sauber. Aber ja, Schatz. Also, K10, sei lieb zu unserem kleinen Gast. Und du? Sitz! Seid brav, ihr zwei. Ich glaube, K10 hat einen neuen Freund. Sie bringen sich gegenseitig um. Ich sehe lieber nach. Nun, warum nicht? Vielleicht sehen wir Blut. Er hat ihn gefressen. Wow. Oh, da ist er. Oh, du blöder Hund. Wie bist du da hochgekommen? Ich glaube nicht, jeder Hund ist eine Ehre für die Truppe. Was, Cap? Nein, nicht jeder Hund ist eine von Anabolika strotzende Kampfmaschine. Ha! Sieh nur, K10, er macht dir sogar ein Friedensangebot. Ist das nicht reizend, Skip? Sicher, Martin, was immer du sagst. Nun, wir verlassen euch ungern so früh, aber morgen wartet die Schule auf den Endlich raus hier! Apropos Schule, ich kann euch eine für euren Hund empfehlen. Vollidiot. Wir müssen das bald mal wieder machen. Oh ja, sehr bald. Bonsoir. Bonsoir. Mann, der Hackbraten. Hier ist erstmal eine Weile besetzt. Daddy hat einen lauten Donner gemacht. Durchschlag ist der passende Ausdruck. So einen Mist setzt man nicht mal einem Kriegsgefangenen vor. Oh, Mann, bin ich froh, dass ich das Zeug wieder draußen habe. Skip, wo sind die extra starken Alka-Seltzer? Ich weiß nicht. Steck einfach den Finger in den Hals. Das funktioniert immer. Komm ins Bett, Skip. Baby Moon. Nein. Skip. Right.
Nein, 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 nein